Entity Nummer 4. Deathmorph. Lebensraum, Mehrheit. Beschreibung. Deathmorphs sind riesige Monster, die Backrooms bewohnen. Während die männlichen Deathmorphs meist harmlos und möglicherweise sogar zähmbar sind, sind die weiblichen Deathmorphs um ein Vielfaches größer, können Säure spucken und sind durchaus feindselig. Deathmorphs werden vom Licht angezogen. Wenn sie also das Flattern von Flügeln in der Nähe hören, stellen sie sicher, dass alle Lichtquellen ausgeschaltet sind. Kleinere Deathmorphs bewohnen Level 2, Level 3 und Level 5, aber die größeren und gefährlicheren erscheinen nur in Level 5, wo ihr Bienenstock zentralisiert ist und wo der König und die Königin sind. Sie haben das Level vollständig übernommen und sind neben dem mysteriösen Biest die einzigen Dinge dort. Verhaltensweise: Todesbotten variieren in der Feindseligkeit und Biologie, je nachdem, auf welcher Level sie gefunden werden. Der Schwarm, der als Quelle der Todesbotten gilt, ist der Ort, an dem sie am tödlichsten und aggressivsten sind. Allerdings sind einzelne Deathmorphs jeder Stufe unterschiedlich gefährlich. Biologie: Die Deathmorphs sind riesige Motten, obwohl sie nicht viel Ähnlichkeit mit normalen Motten haben. Der Großteil ihrer Lebensspanne, Geburt und Tod sind völlig unbekannt. Entdeckung: Es ist nicht bekannt, wann die Entität Deathmorph gefunden wurde, aber scheint, dass die Gruppe, die als The Lost bekannt ist, diese Entitäten The Flies of Terror nannte. Verhaltensregeln: Vermeiden Sie Kontakt und fallen Sie sich nicht aggressiv. Versuchen Sie nicht, die Motten zu verärgern oder die Bienenstock zu zerstören.